Ich höre jetzt gleich so auf. Ich höre gleich so auf, das ist Schrott. Das Spiel ist scheiße. Also keine Kaufempfehlung, definitiv bitte. Ich sag es hier ganz klar. Ich bin besonnen, ich bin Herr meines Geistes, ja, oder wie man das auch immer nennen will. Dieses Spiel nicht kaufen. Das ist das erste Mal, dass ich keine Kaufempfehlung ausspreche. Am Anfang mega geil. Auf jeden Fall, aber, oder lasst zumindest das DLC weg. Kauft es euch und lasst das DLC weg. Das ist was, was ich so unterschreiben kann, aber nicht mit diesem Drecks-DLC. Auf gar keinen Fall. Es wird euch den Spielspaß rauben. Ich müsste mein Geld zurückverlangen eigentlich. Ich müsste wirklich mein Geld zurückverlangen. Nur das wäre fair. Es müsste ein Gesetzesanspruch auf sowas geben. Wenn Spiele so enttäuschen wie No Man's Sky oder jetzt das hier, dass man dann ein Anrecht hat, sein fucking Geld wieder zu kriegen, weil man es verschwendet hat für Scheiße. Ich sehe nichts. Mir egal, ich sehe nichts. Ich schieße einfach mal. Vielleicht hat er ja Glück und treffe was. Hey, es passiert ja gar nichts. Hey! Weißt du was? Leck mich eigentlich am Arsch. Ach, ein Panzer hast du in der Hand. Meine Güte, wie oft soll ich auf diesen Panzer noch schießen? Fick dich, Alter. Fick dich. Dreckskackspiel. Ja, ich denke, das Let's Play werde ich beenden. Ich weiß es nicht. Ich werde mal 2 Wochen drüber schlafen. Ja, ein Tag reicht nicht, weil ein Tag wird meine Entscheidung definitiv nicht ändern. Dann mache ich mir Gedanken, ob ich mir das weiterhin antun will oder nicht. Was. Die Definition von Spaß ist was anderes. Ein Tentakel weniger. Ich kann mich im Sinn, das ist bei GTA 5 war es, glaube ich, gab es auch irgendwie so ein Alien-Gedöns. Oder war das? Nee, das war nicht GTA, das war bei. Wie hieß denn das? Dogs, Watch Dogs. 1, darum habe ich dann Watch Dogs 1 auch irgendwann aufgehört. Das hat mir irgendwann auch keinen Spaß gemacht, weil das Spiel hat sich auch verändert zu dem, wie es am Anfang war. Und dann habe ich auch keine Lust mehr. Wenn ich ein Spiel anfange, will ich das auch so zu Ende spielen. Wir sterben wieder, das kann man wohl schon sagen. Meine Fresse, ich sehe doch nicht mal was, du scheiß Drecksspiel! Ich höre auf. Ich mache diese Fuck-Drecks-Scheiße hier jetzt noch fertig und dann höre ich auf. Das hat mit Computerspielen nichts zu tun. Erst die Auswüchse. Halt deine dämliche Fresse, Alter. Zum 6000. Mal sagst du das Gleiche. Ja, schießt ihr. Ist mir egal. Wo ist denn dieser Scheiß hier? Ja, ich sehe hier nichts. Das ist das Problem. Ich sehe hier einfach nichts. Einer weniger. Dieses fucking Spiel, Alter. Ich raste aus mit diesem Kack. Ich raste aus. Ich raste wirklich aus. Ich werde mir Just Cause 5, glaube ich, nicht holen, wenn das jemals kommt, weil es ist so eine Enttäuschung. Just Cause 3, ich habe damit angefangen. Es war so ein geiles Spiel. Was haben die damit gemacht? Ich verstehe es nicht. Was haben die damit gemacht? Das hat mit Just Cause hier nichts zu tun. Wirklich nicht. Dieses scheiß DLC hier, ey. Ach, den Mist habe ich ja auch noch.
Ja, wo bist du? Komm her. Ja, kriegst deine Haue. Auch du kriegst deine Haue. Und du kriegst deine Haue. Man muss nur 20 Mal schießen, dann trifft man die per Zufall auch mal. Da muss man sich keine Sorgen machen. Also das ist sehr solide, die Statistik. 20 Mal schießen, einmal treffen und dann hast du deine Ruhe. Ja, nur dass ihr da Bescheid wisst, macht euch da nicht verrückt. Das ist völlig normal, dass man einfach nicht trifft. Dämon erledigt. Na klar. Es ist so scheiße. Schieß! Eigentlich will ich es gar nicht wissen, was du da machst. Du hast aber es auf dem Rücken, Soldat. Hässlich, wusstest du das? Hä, das Spiel ist auch hässlich, wusstest du das? Na klar. Gott, dieses verkackte Scheißspiel, Alter, dieses... Ich will's nicht mehr spielen, Leute. Ich will's nicht mehr spielen. Ich mach's nur euch zuliebe, wirklich. Ich will nicht. Das ist eine Qual. Es ist wirklich eine Qual. Also, es ist schon Folter. Es kommt seelischer Folter gleich. Erst die Auswüchse, dann die Quelle. Dieser Alien-Mist, Alter. Was haben die Entwickler sich gedacht? Mann. Weißt du was? Leck mich am Arsch, Drecksviech. Wieder nicht geschafft. Woo! Hat jemand die Versuche gezählt? Spiel, was motiviert, Alter. Woo! Das ist ja unglaublich, das ist ja wirklich unglaublich, wie hoch motiviert ihr hier rausgeht, wenn ihr dieses Spiel spielt. Ganz wichtig, ja, also die Motivation ist unglaublich, unbeschreiblich, müsst ihr dringend mal probieren. Es macht Spaß, wenn man 100 Mal hintereinander stirbt, das ist wirklich toll, das ist richtig klasse. Guck mal, du kommst doch nicht mal zum Ziel hin.
Muss ich das ganz neu machen? Ich muss das ganze Ding wieder fucking neu machen? Alter, wenn die Entwickler jetzt bei mir wären, ich würde denen sämtliche Haare vom Kopf reißen. Ohne Scheiß, Alter. Ohne Scheiß. Ich merke, ich bin ein Mensch, ne? Aggression kenne ich gar nicht, wirklich nicht, aber ich bin gerade auf mehr als 180. Die Quelle. Wo ist diese fucking Flak? Ich muss. Passiert nichts. Okay. Ist okay. Installiere das. Ich kann's nicht. Ich kann dieses Spiel nicht spielen. Ich. Es ist das Beschissenste, was ich je erlebt habe. Also. So schade um ein so tolles Spiel. An die Quelle. Wirklich, so schade. So schade um ein wirklich. Ja, um ein Spiel, was Potenzial hat. Das muss man halt wirklich sagen. Problem ist, ich krieg diesen Arm auch nicht weg. Ich kann mir diesen dämlichen Arm hier auch nichts tun. Der ist einfach, das ist eine Gotteshand. Das ist die Hand Gottes, ja. Ja, die hat schon Diego Maradona hat die schon gehabt. Das ist die Hand Gottes, ja. Da, die steht über dem Gesetz der Natur. Und, ja. Und da kommt sowas zustande, dass man unbezwingbar quasi ist. Die Auswüchse. Halt deine dämliche Fresse, es gibt keine Auswüchse. Verstehe ich nicht. Alter, ich. Erst die Auswüchse. Halt deine Fresse, Alter! Was laberst du für einen Scheiß, Alter? Erstmal dein Gehirn amputieren und dann kann ich weiterspielen. Ja. Ja, stell dich mit Kacke an. Ist doch überhaupt nicht schlimm. Da muss man ja Verständnis für haben.
Gottesmaterial. Auch das ist Gottesmaterial, ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Genau, aber wie gesagt, so ist das halt manchmal. Letzter Versuch, dann höre ich auf. Dann deinstalliere ich das Spiel. Ein letzter Versuch. Ich habe keinen Bock mehr auf das Let's Play. Es gibt bessere Spiele, es gibt so viele tolle Spiele. Erst die Auswüchse. Wir müssen uns das nicht antun. Es ist auch immer der gleiche Scheiß, der gelabert wird. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, das Spiel hat noch einen Mehrwert für uns. Dreckskackspiel, Alter. Verschrumpelter Entwickler, wirklich. Die müssen eine Hirnmasse haben wie ein Dreijähriger. Erst die Auswüchse, dann die Quelle. Mich frisst du nicht. Vielleicht muss ich auch erst die Drecksviecher wegmachen. Muss ich mich noch stundenlang mit den Scheiß aufhalten? Kann ja sein, man weiß es ja nicht, was die Entwickler sich so denken. Hey, komm mal her, hey, lass uns Freunde sein, hey. Ich bin auf deiner Seite, komm doch her, hey. Oh, 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 oh. Ja, wo sind sie denn? Komm doch mal her. Du musst doch nicht böse sein, komm mal her. Hey, also Spannung ist garantiert, das kann ich euch sagen. Das ist eine Mordsgaudi, dieses Spiel. Wirklich. Eine Mordsgaudi. Das macht richtig Spaß. Alter, Dreckskackspiel! Aus, Ende, vorbei! Dieses Let's Play endet hier aufgrund von Square Enix. Weil die zu behindert sind, ein normales Spiel zu entwickeln. Mann, Alter, diese Kacke. Ich reg mich auf wie sonst was jetzt. Ich hab keinen Spaß mehr. Das ist das Beschissenste, was ich jemals gespielt habe. Ohne Scheiß. Komm, ich mach aus. Ich mach aus. Es tut mir leid an dieser Stelle. Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass das Let's Play an dieser Stelle enden wird. Toll, das wird dieses fucking DLC sein. Ich werde versuchen, das noch runterzukriegen, um weiterspielen zu können. Sollte das nicht funktionieren, werde ich nicht weiterspielen. Ich habe null Spaß mehr. Ob eine neue Folge kommt, müsst ihr gucken. Es tut mir leid, das ist das erste Mal, dass ich akut so ein Let's Play abbreche. Ich habe noch nie aufgrund von Lustlosigkeit, von Frustration richtig ein Let's Play abgebrochen. Und ich kann mich auch selten erinnern, dass ich im privaten Bereich aus dem Grund ein Spiel abgebrochen habe. Nein. Dieses DLC ist bei Steam mega schlecht bewertet. Und jetzt wisst ihr, warum. Es ist der letzte Scheiß. Es ist wirklich der letzte Scheiß. Kauft euch dieses DLC nicht. Das Spiel ist ja an sich in Ordnung, wobei dieses DLC zerstört das Spiel. Ja, das muss man sagen. Wenn ich sage, ich hätte dem Spiel vielleicht so, ja, so 83, 84% von 100 gegeben,
sind Punkte von 100 oder Prozent, 83, 84 Prozent. Dieses DLC sorgt dafür, dass es auf 20 kommt. Ja, also das ist Schrott. Es macht keinen Spaß. Du hast diesen Mist auf der Karte. Es sieht hässlich aus. Es ist da drin hässlich. Wenn du es nicht machst, hast du es hässlich über die Stadt. Also es ist das der letzte Scheiß. Also wie gesagt, es tut mir leid. Ich habe keine Motivation mehr weiterzuspielen. Seht es mir nach. Es tut mir natürlich für euch leid, die vielleicht sagen, sie wollen sehen, wie es weitergeht. Ich werde es mal gucken. Wenn ich es rauskriege, werde ich weiterspielen. Wenn ich es nicht rauskriege, glaube ich nicht. Denn Spielen soll Spaß machen. Spielen soll unterhalten. Und Spielen soll nicht frustrieren. Spielen soll nicht, ja, hässlich sein. Also es ist einfach mega hässlich. Es ist einfach ein gezwungenes DLC, so nach dem Motto, wir hatten ja einen Season Pass oder einen Expansions Pass, den ich habe. Und ja, wir müssen irgendwas machen, mir fällt nichts ein. Machen wir halt Kacke. Ist doch egal, wir haben DLCs angeboten oder in diesem Pass halt hier, in diesem tollen Pass angeboten. Also müssen wir irgendeinen Schrott bringen. Bringen wir irgendeinen Kack, ist doch egal, interessiert uns nicht. Hauptsache, die Leute haben bezahlt. Also wie gesagt, in dem Sinne, es tut mir leid, aber das hat keinen Sinn weiterzumachen für mich in der Form. Und ja, ich danke, dass ihr trotzdem bis hierhin geschaut habt. Und wie gesagt, wenn keine neue Folge kommt, wisst ihr, ich konnte es nicht daraus entfernen. Oder selbst wenn ich es entfernen kann, vielleicht konnte ich mich gar nicht mehr motivieren, dieses Spiel zu spielen. Wann habe ich schon jemals, ich mache seit 3,5 Jahren YouTube-Videos. Ich kann mich nicht an ein Video erinnern, wo ich so geflucht habe wie in den letzten Videos hier. Und ich bin eigentlich nicht derjenige, der Kraftausdrücke benutzt, Schimpfwörter benutzt oder auch einfach mal den schlimme Dinge rausrutschen, die man vielleicht nicht sagen sollte, die man im wahren Leben auch niemandem sagen würde wahrscheinlich, wenn man normal im Kopf ist. Aber die Frustration ist dermaßen hoch, dass ich, dass ich halt da ein bisschen die Kontenance verloren habe. Und ich würde es ein bisschen prokrastinieren. Und ja, ich muss was anderes machen. Es tut mir leid und wie gesagt, tausend lieben Dank, dass ihr da wart. Seid mir, wie gesagt, nicht böse. Muss man einfach auch mal verstehen, dass man auch als YouTuber, ja gut, ich bin auch noch Hobby-YouTuber, also sogar noch eine Abstufung, wenn man will, ja, dass man dann halt auch ein Projekt beendet, wenn es halt Schrott ist. Das muss man halt leider sagen und tut mir leid für euch, tut mir aber auch leid für mich. Ich hätte gerne das Ende des Spiels gesehen. Wir sind ja gut vorangekommen, aber so nicht. Ich werde jetzt mal parallel versuchen, den Mist zu entfernen und dann nochmal reinladen, gucken. Und sollte das nicht gehen, dann spiele ich definitiv nicht weiter. Das, nein, da habe ich keine Lust drauf. Ja, was soll ich sagen? Ich könnte stundenlang reden, mich rechtfertigen oder sonst irgendwas. Ich muss mich eigentlich gar nicht rechtfertigen, denn es ist menschlich, dass man auch mal schwache Momente hat, wie ich sie jetzt gerade hatte. Und dieses Spiel hat mich halt ein bisschen zur Weißglut gebracht. Und tut mir leid, dass ihr es hören musstet. Ich werde es trotzdem veröffentlichen. Man könnte natürlich sagen, naja, du musst ja nicht veröffentlichen alles. Das ist richtig, aber auch das gehört dazu, dass man Schwächen zeigt. Und auch das gehört dazu, dass man einfach mal zeigt, vielleicht versteht man was nicht. Vielleicht ist es auch mega einfach und ich verstehe da drin irgendwas nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe halt keine Ahnung. Vielleicht ist es auch mega einfach und ich habe einfach irgendwas da drin nicht gecheckt in der Hitze des Gefechtes und in der Hitze. Immerhin haben wir gestern 40 Grad in Schatten gehabt, heute sind es 38 Grad in Schatten und wir haben jetzt gerade Hochzeit, also 16.18 Uhr haben wir es gerade auf meiner Uhr. Das spielt vielleicht ein bisschen mit rein, aber das soll keine Entschuldigung sein. Ja. Ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen als danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zerron, gehabt euch wohl einen schönen Tag und ciao mit V.